Faktastisch! Dieses Mal 12 seltsame Dinge, die illegal sind. Wir starten ganz klassisch mit USA-Gesetzschwachsinn. In Kirkland, Illinois wurde beschlossen, es ist Bienen verboten, durch das Dorf oder über die Straße zu fliegen. Spätestens da hört die Nächstenliebe auf. In Denver, Colorado darf man seinen Staubsauger nicht an den Nachbarn verleihen. Eine Runde Mitleid. Das folgende Gesetz enttäuscht alle freundlichen Satanisten von nebenan, die diabolisch lachend gerne das Blut ihres Leguans gesoffen hätten. In Kentucky ist es nämlich verboten, eine Reptilienart für religiöse Zwecke zu nutzen oder auszustellen. Im afrikanischen Staat Swasiland ist es Hexen verboten, mit ihrem Besen eine Flughöhe von 150 Metern zu überschreiten. Sollten die Hexen das Gesetz missachten, droht die offizielle zivile Luftfahrtsbehörde von Swasiland mit umgerechnet 42.000 Euro Strafe. In Usbekistan ist Billardspielen verboten, weil eine Partie Billard die Moral gefährden kann. Und damit ist Usbekistan der einzige Staat, der dieses anrüchig moralisch fragwürdige Spiel durchschaut hat. Denn wo bitte sonst bringt man mit einem harten Holzstängel kleine zarte Kugeln in Bewegung und ergattert Punkte fürs Einlochen? Ein Bündel Heu darf in Australien nicht privat im eigenen Kofferraum transportiert werden, sondern nur in einem Taxi. In Singapur darf man bei Menschenansammlungen mit mehr als 5 Personen nicht mehr rauchen. In Malawi ist öffentlich Pupsen verboten. Luftverpestung wird dort seit 2011 bestraft. Und für den Justizminister gehörte damals bei der Gesetzverabschiedung das Furzen dazu. In Bexley, Ohio dürfen keine Glücksspielautomaten in Plumpsklos aufgestellt werden. Egal ob Kettensäge, Kegel oder Tennisball, es ist verboten in Hood River, Oregon ohne Lizenz zu jonglieren. Durchdachter kann clevere Klimarettung nicht sein. In der kanadischen Provinz Nova Scotia ist es verboten, seinen Rasen zu gießen, während es regnet. Es ist für Barbetreiber in Nebraska verboten, Bier zu verkaufen. Die Erlaubnis dafür bekommen sie nur, wenn sie gleichzeitig in ihrem Laden einen Topf mit Suppe aufsetzen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dein Daumen nach oben, falls das Video gefallen hat, oder dein Kanalabo, wird mich auch riesig freuen. Ich freue mich auf die nächste Videorunde mit euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao.